In diesem Video zeige ich euch nicht nur einen richtig leckeren, saftigen Kürbishefezopf, sondern es ist vollgepackt mit Informationen und verschiedenen Varianten. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Ihr müsst wirklich dranbleiben. Es geht heute nicht nur um Lievito Madre, sondern ganz viele tolle Hinweise. Wie man den ganz einfach macht, diesen milden, tollen Sauerteig, den ihr wirklich für alles Gebäck nutzen könnt, verrate ich euch oben rechts. Und hier, das ist er. Das war der ursprüngliche Kürbishefezopf. Ich erzähle euch gleich dazu mehr. Hier habe ich jetzt erst einmal Weizenmehl. Das Rezept findet ihr einmal unten und am Ende des Videos. Dazu gebe ich ein wenig Zucker. Und noch ein bisschen selbst hergestellte Hefe. Das müsst ihr ausprobieren. Nehmt nicht mehr diese Chemie aus dem Supermarkt. So, und als nächstes, ja, da brauchen wir einen Kürbis. Ich habe hier einen Hokkaido-Kürbis, denn da könnt ihr die Schale mitessen, vorher ordentlich waschen und wichtig, die Kürbiskerne nicht wegschmeißen. Erkläre ich euch auch gleich nochmal was dazu. Schneidet sie in Stücke, einmal kurz schön anrösten im Ofen, danach fein pürieren mit dem Zauberstab oder hier schön mit dem Mixer. Könnt ihr ganz wundervoll einfrieren, da habt ihr immer was für Halloween. So, meins habe ich wieder aufgetaut und benutze es jetzt hier. Also richtig klasse. Und für diejenigen, die kein Kürbismus mögen, der Hefezopf schmeckt einfach richtig lecker und das schmeckt ihr nicht raus. Probiert es aus. Hier noch die Butter. Achtung, liebe Veganer unter euch, ihr könnt das ersatzlos mit Öl ausprobieren. Das habe ich getestet, funktioniert richtig gut. So, und hier mein aufgefrischtes Lievito Madre. Das war jetzt ein paar Tage im Kühlschrank, aber ihr seht, das hat eine ganz tolle Triebkraft. Wie das funktioniert mit dem Lievito Madre, das habe ich euch ja schon mal ausführlich gezeigt. Probiert es unbedingt aus. Ich habe mich lange der Zeit davor gesträubt, diesen zu testen, habe mich dann aber überreden lassen und was soll ich sagen? In Kombination mit meiner selbst hergestellten Hefe ist das wirklich ein Traum. So, ein paar Kleckse hinzugeben und dann geht das Ganze ab in die Küchenmaschine. Die Kürbiskerne bitte auf keinen Fall wegschmeißen. Gut durchspülen und dann ohne Fruchtfleisch in den Ofen geben. Schön anrösten mit ein paar Gewürzen. Salz, Curry, Paprika, was auch ihr wollt. Ein ganz toller, lecker, gesunder Snack. So, mein Teig war jetzt ordentlich in der Küchenmaschine. Ihr könnt den natürlich ersatzlos gegen Dinkelmehl austauschen. Diejenigen, die mein Video 10 Fakten über Mehl kennen, ihr wisst ja da Bescheid. So, ich decke das ab und lasse es bei Zimmertemperatur stehen, bis es aufgeht. Und zwar so schön soll der aussehen. Bei der selbst hergestellten Hefe in Kombination mit Lievito Madre kann das circa 8 bis 12 Stunden gehen. Guckt einfach, wie das bei euch ist. Und dann könnt ihr einen ganz tollen Zopf machen. Ich zeige euch hier verschiedene Varianten. Ich habe euch gesagt, dieses Video ist voller Informationen und ich freue mich so sehr, euch dieses Rezept endlich einmal zu zeigen. Denn ich habe schon vor längerer Zeit, ich glaube über ein Jahr ist es schon her, ein komplettes Video vorbereitet, zugeschnitten. Ganz toll. Und das Rezept ist weg. Ihr glaubt nicht, wie das ist, wenn ihr ein fertiges Video habt, es vertonen möchtet und das Rezept nicht auffindbar ist. Das war kein Spaß, ehrlich nicht. Und dann wollte ich das jetzt einfach nachbacken, habe gedacht, gut, dann backe ich da jetzt noch mal eben was zusammen, das wird schon passen. Und dann habe ich festgestellt, Mensch, so toll war das Video jetzt auch von der Qualität her nicht. Ich habe euch ja mitgeteilt, dass ich wirklich versuche, mich zu optimieren und zu verbessern mit jedem Video, das ihr kriegt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann drehe ich es noch mal. Und ihr glaubt nicht, wie viele Kürbishefezöpfe ich in den letzten Wochen hier in der Küche gebacken habe, im Akkord. Ja, also Kürbishefezopf ist sehr lecker. Der Gefrierschrank ist auch ziemlich voll jetzt. Unsere Mägen, Gott sei Dank auch. Aber ich hoffe daher, dass ihr ganz viel Freude mit diesem Rezept habt und es genießt. Ich habe den Teig hier in 3 Stücke geteilt. Eventuell müsst ihr es ein bisschen nachmehlen, gerade wenn ihr das mit Öl bearbeitet, weil dann ist der Teig ein bisschen klebriger. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Probiert es aus. Ich zeige euch ganz tolle, einfache Rezepte hier auf meinem Kanal. Und ich freue mich darüber schon, wenn ihr es nachbackt und mir zeigt auf Instagram und Facebook. Ihr verlinkt mich da so toll. Ich freue mich riesig immer über eure Rückmeldung und bin schon gespannt, wie ihr dieses Rezept findet. So, jetzt machen wir 2 Varianten.
Ich habe euch vorher in der Umfrage gefragt, was ihr glaubt, was ich euch zeige. Tatsächlich war es ein bisschen gemein. Ich zeige euch nämlich beides. Einmal ein Dreistrang-Hefezopf hier. Ganz einfach flechten. Fangt von der Mitte aus an und dann dreht ihr das um und flechtet quasi das nochmal andersherum. Zeige ich euch. Moment. Die Enden schön zuknipsen. So, und dann müsst ihr es natürlich umgekehrt machen, genau in die andere Richtung. So wird der richtig schön. Und dann zeige ich euch aber gleich einen richtig einfachen Fünfstrangzopf und der hat mich begeistert. Ich habe eigentlich immer diesen Dreistrangzopf gemacht, habe dann noch einen weiteren kleineren Dreistrangzopf gemacht und den oben drauf gemacht. Kennt ihr vielleicht von meinem vorherigen Video? Verlinke ich euch am Ende nochmal. Und das war so mein Standard, aber dieser Fünfstrangzopf, ich sag euch, der hat ihn jetzt abgelöst. Ich zeige euch gleich warum. So, ich bestreiche das Ganze mit Milch. Die Veganer unter euch dürfen das selbstverständlich mit Pflanzenmilch austauschen. Klappt genauso gut. Und weil der schon so schön gelb ist, brauchen wir auch kein Ei dazu. Und durch die Milch wird das auch noch mal ein bisschen weicher. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie lecker der ist. Und obwohl da keine Milch im Rezept drin ist, wird der richtig schön weich. So, ich habe mich jetzt hier für den Dreistrangzopf für Hagelzucker entschieden als Topping. Ihr könnt selbstverständlich das weglassen, Zuckerguss nehmen oder aber auch Mandeln nehmen, Mandeln mit Hagelzucker, doch Mandeln mit Hagelzucker, genau. Variiert das so, wie ihr das haben möchtet. Von mir aus auch eine Schokoglasur. Ich habe das jetzt mit Hagelzucker gemacht und gleich beim Fünfstrangzopf, hier sind die fünf Stränge, guckt mal, links und rechts übereinander. Der linke kommt dann in die Mitte und wird dann noch mit zwei einmal getauscht. Also hier einmal übereinander. Der Nummer 4 wird gar nicht bewegt. Und das sieht am Anfang kompliziert aus, ist aber voll einfach. Ehrlich, guckt euch das an. Zack, zack, rüber. Und das war mein erster Versuch, bitte. Also ich bin da jetzt nicht so ein Schlaubi-Schlumpf, der das echt drauf hat. Überhaupt gar nicht. Ich stelle mich da wirklich blöd an. Das ist total einfach. Also zur Not macht das Video ein bisschen langsamer. Richtig einfach. Also ich zeige euch das nochmal. Rechts und links tauschen, das linke in die Mitte. Zwei und drei miteinander, dann wieder rechts und links, das linke kommt in die Mitte, wieder tauschen. Rechts, links übereinander, zwei und drei übereinander und dann nochmal rechts, links. Also richtig klasse und das macht so viel mehr her als dieser schnöde Dreistrangzopf. Entschuldigung. Das sollte jetzt auch keine Kritik oder eine Wertung sein, aber probiert das aus. Wenn ihr den dreht, hier so eine schöne Flechtung. Der geht jetzt ab auf ein Backpapier. Lasst ihn noch mal eine halbe Stunde bei Zimmertemperatur stehen. Auch den Dreistrangzopf. Auch hier mit Milch bestrichen und dann ab in den Backofen bei 175 Grad Ober- und Unterhitze. Circa 30 bis 45 Minuten. Und so sieht der Dreistrangzopf aus. Der macht doch echt was her, oder? Also, richtig lecker. Ich freue mich über eure Kommentare. Teilt das Video. Und jetzt guckt mal, jetzt könnt ihr noch mal mehr sehen. Hier sind die Videos. Liebe Grüße, eure Emma.